Willkommen zu einer weiteren Folge Beyond Two Souls. Jetzt geht's weiter mit der Kondensator. Wir sind gespannt, was uns diesmal erwartet. Bei der letzten Folge, mein imaginärer Freund, haben wir ein bisschen mehr erfahren über die kleine Jodie. Auch bezüglich, dass sie anscheinend, ja, von ihren Eltern adoptiert worden ist, dass sie sozusagen im Moment keine Eltern hat im Moment. Und wir sind natürlich gespannt, wie es hier in dieser Folge weitergeht. Jodie, wach auf. Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Jodie scheint wieder ein bisschen älter geworden zu sein. Die DPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfallen. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Das hört sich doch schon recht spannend an. Das sind wir gespannt, was uns da in diesem Gebäude erwartet. DPA Unit 16. Wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Es ist okay. Ich tu's. So, nochmal tief durchschnaufen. Bevor es in diese spannende Mission geht. Verdammt, Nathan! Das ist Wahnsinn! Du kannst sie nicht da reinschicken! Was denkst du dir? Verstehst das nicht? Sie ist die Einzige, die das beenden kann! Gibt es irgendwelche Informationen von drin? Irgendwas? Ist das die Kleine? Verzeihung, Miss. Sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Natürlich kann ich hier durch. Noch nicht. Wir warten noch auf den Befehl. Ist das die Kleine? Welche? Nein, das ist ein Albtraum. Das hat alles keinen Sinn. Einfach nur wieder aufwachen. Okay, dann mal. Ja, alles vernichtet. Es ist ein Befehl. Was ist das bloß? Ich. Sie verheimlichen uns etwas. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Jodie, die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Sorge. Ich habe nicht vor zu sterben. Aiden würde uns natürlich beschützen. Davon gehe ich schwer aus, aber uns erwartet hier wieder bestimmt mächtig viel Action und Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss. Ja, hier war anscheinend mal eine Kantine. Oh, Pfosten. Schauen wir mal, was wir hier mit Aiden machen können. Nein, hier gibt's nichts.
Okay, viel Blut am Boden. Hier muss ein richtiges Untier gehaust haben. Blutspuren überall. Vorne scheint ein Aufzug zu sein. Man merkt förmlich, wie die Spannung in der Luft, wie sie in der Luft liegt. Steckt auch noch der Aufzug fest. Dann schauen wir doch mal, was wir mit Aiden hier machen können. So, ab nach unten. Da liegt einer und hier ist eine Kiste, die uns im Weg ist, und die kicken wir doch dann einfach mal raus, somit dass der Aufzug wieder nach oben kommt. So, zurück zu Jody. So, Tür auf. Jetzt. Viel Blut. Und runter mit uns. Ups. Ganz ruhig, Jody. Jetzt lernen wir eine neue Funktion von Aiden kennen. Und zwar können wir hier irgendwelche Gedankenstrahlen ablenken auf Jodys Kopf. Und sie sieht die letzten Momente dieser Person. Oh, okay. Da scheint ein gewaltiges Unwesen hier. So, einmal runter in den vierten Stock bitte. Also ins vierte Untergeschoss. Weil da müssen wir diesen Kondensator finden. Wieder viel Blut hier. Nur noch mehr Tod da drin. Er wollte uns warnen. Boah, bin ich jetzt erschrocken. So, einmal auf die Seite. Aber wir müssen tapfer sein. Wieder ein Toter. Uah, der steht auf. Gänsehaut. So, dann schauen wir erstmal rein. Dann probieren wir an der Tür zu nackeln. Hackert. Versuch's bitte von der anderen Seite. Aiden probiert's von der anderen Seite. Was haben wir denn hier? Einen PC. Nein, das war's nicht. Da ist noch ein Schalter. Und Bock. Die Tür ist offen. Wo ist es? Ich weiß es. Ich fühle es auch.
Sie sind hier. Bleib dicht bei mir, okay? So, hier können wir wieder diese Ströme an Jodys Hirn leiten. Ja, so schaut das gut aus. Falls sie weiß Bescheid, sie sind unterwegs. Langsam kommt ein bisschen mehr Preis raus, was dieses Tier, wie es ausschaut. Jetzt hat man schon irgendwie so Tentakeln gesehen. Hier geht's weiter. Hier liegt einer. Schauen wir mal, was dem passiert ist. So. Irgendeine schaut aus wie so eine Flüssigkeit, so eine schwebende. Okay. Das schauen wir mal. Das funktioniert noch nicht so ganz, wie ich möchte. Schauen wir mal, was Aiden uns helfen kann. Ja. Das schaut doch vielversprechend aus. Sehr gut. Dann klettern wir doch hier in diesen Lüftungsschacht hoch. Und hopp. So. Oh, das hört sich nicht gut an. Oh. So. Potente Konzentration von Energie. Die verwenden wir zum Öffnen eines temporären Rohrs. Aha, dieses Viech hat irgendwelche Tentakeln. Gut, keine Angst, Jody. Aiden ist bei dir. Wir sind auch alle mit dir. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr euch gefühlt habt oder wie ihr euch fühlt. Es geht Radio an. Ob ihr auch so Gänsehautgefühle habt, wenn ihr solche Sachen spielt oder euch anschaut. Einfach mal was in die Kommentare hinterlassen. Ja, da müssen wir rüber, dann nehmen wir doch diesen Stuhl und würde ich sagen, geben wir mal ein bisschen Gas hier. Jawohl. Radio verbreitet fast ein bisschen gute Stimmung. Jetzt nicht mehr. Schauen wir mal, ob wir... Hier werden wir auch gleich wieder Informationen kriegen, wie dieser hier gestorben ist. So, ein bisschen runter noch. Jetzt. Ja. Ich schaffe es nicht mehr. Hey, ruhig bleiben. Da. Anscheinend geht's da hinten weiter. Hier liegt ein Feuerwehrmann. Uns eher noch eine Geschichte erzählen, so wie es ausschaut, ja. Ah. Ah, da liegt ein Feuerlöscher.
Löscher. Ich denke, den können wir gleich gebrauchen. Okay. Dann geht's da gleich mal weiter. Dann würde ich sagen, durch die Feuerwand kommen wir nicht durch, aber Aiden kommt hier natürlich durch. Und schon liegt da der Feuerlöscher. So. Aiden, kick ihn mal rüber. Jawohl. Perfekt. Dann können wir den gleich benutzen. Oh, Vorsicht, heiß. Und dann löschen wir mal ein wenig, dass wir hier vielleicht durchkommen. So. Feuer gelöscht. Der brennt noch. Da konnten wir leider nichts mehr für ihn tun. Okay, das scheint da lang zu gehen. Vorsicht. Oh, ein wenig geschnitten. Ich hoffe, das macht nichts aus. Da hinten sitzt einer am PC. Was willst du hier? Kleines Miststück. Aha. Der war auch von irgendeinem besessen. Aber auch für ihn können wir nichts mehr tun. Geht's lang. Scheinen hier hinten. Hier liegen Soldaten. Schauen wir mal, was er uns für eine Geschichte erzählt. Ja, das ist so wie Aiden. Das können diese Existenzen auch in jemand anders reingehen und ihn beeinflussen. Das haben wir vorhin schon gesehen. Okay. Dann geht's hier weiter. Aber da ist anscheinend nicht viel zu tun. Aiden. Ja, Aiden, pack. Komm, hau mal gescheit dagegen. Nochmal. Der ist noch nicht ganz offen. Jetzt. Bleib bei mir, okay? Jetzt wirklich wissen. Oha, Vorsicht, da kommt was geflogen. Und da kommt noch mal was angerollt. Oha, gerade noch ausgewichen. Und oha. Was für ein komisches Wesen. Puh. Da geht's lang. Wir haben diesen Anschlag überlebt. Oh. So. Da durchquetschen. Okay. Oh, da schaut's sehr frostig aus. Der Kondensator
ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Okay. Ein wenig kalt hier. Geht's nicht weiter. Hier ist ein Art Labor. Aber hier kann man nichts machen. Nein. Gut, dann gehen wir mal dahinter zu der Tür. Ja, super, da können wir alle durchsuchen. Eine Karte. Lass mal hier reingehen. Vielleicht hat hier irgendjemand eine Karte. Na, schaut jetzt nicht nach Karte aus. Hier vielleicht. Den kann ich gar nicht anschauen. Vielleicht der da hinten. Da ist eine Karte. Jawohl. Ups. Boah. Jetzt wird's eng. Gerade nochmal befreien können. Boah, jetzt wird's eng. Jetzt stehen immer mehr auf. Und durch die Glasscheibe. Jawohl. Und ab zur Tür. Durchziehen. Komm schon. Oh, er macht nichts. Aiden, auf geht's. Geh auf, verdammt. So. Endlich mal ein paar Zombies töten hier. Zack. Geh auf, verdammt. Zack. Jetzt, ah, Tür ist offen. Sehr gut. Und rutschig, Vorsicht! Tür geht zu. Oh, knapp. Knapp, knapp, knapp. So, jetzt hat. Ich denke, wir kommen diesem Kondensator immer näher. Hier sind wir in einem Art Kontrollraum. Okay, der hat uns bestimmt was zum Erzählen. So. Irgendwas passiert da. Der Energielevel im Kondensator steigt immer noch weiter. Wir müssen ihn jetzt runterfahren. Los! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Macht es auch langsam Sinn. Das sind. Diese. Das sind mehrere Viecher. Wie in der einen. Wie zwei Folgen. Eine Folge davor. In dem Bartspiegel oben. Da haben wir auch diese Viecher. Dieses Viech gesehen. Ein Portal zur anderen Seite. Also diese. Existenzen haben auch irgendwas mit unseren Träumen zu tun. So, da unten ist ein Schalter. Und stoppen. Es geht nichts. Scheiße. Oh nein.
Da oben ist noch mal so eine Kabine. Haben wir noch eine Chance? Da ist die Tür. Ich sprinte ganz schnell zur Konsole. Ich renne und du beschützt mich vor den Existenzen, okay? Jawohl, so machen wir das. Und los geht's. Rüber zur Leiter. Und dann kommt die erste Existenz, die uns angreift. Und Aiden beschützt sie. Come on. Jawohl, den ersten hat zerrissen. Jawohl. Zweite auch. Und weiter geht's. Jody, komm. Getroffen. Wieso hat mich der getroffen? Jawohl, erfolgreich verteidigt. Zack. Aiden beschützt sie. Oh, die Leiter ist zu hoch. Die Leiter! Aiden, los! Jawohl, passt. Tausende von denen Dinger hier rum. Uah, darüber, Vorsicht. Hat gewaltig Kraft und kann diese Viecher zerstören. Das ist unser Glück. Und weiter geht's. Da ist auch noch mal irgendein Knopf. Oh, Vorsicht! Ah, eine leichte Verwirrung, Edzard! Zack! Zack, die Nächte! Komm, 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 komm. Oh, zum Glück. Schnell raufhangeln. So. Und da hinten ab zum nächsten Kontrollpunkt. Rüberspringen. Nochmal rüberspringen. Ah, nicht ganz geschafft. An der Existenz vorbei, rein in den Raum und den Hebel gedrückt.
Und jetzt? Was passiert? Der Controller vibriert heftig. Das Portal wird zerstört. Boah, es zieht alles mit sich. Oh nein! Jetzt ist es zerstört. Oh nein. Ist Aiden noch da? Oder wurde er mit hineingezogen? Aiden! Ah, Aiden ist noch da. Es ist faszinierend. Ganz am Anfang war Aiden für sie eine totale Belastung. Und mittlerweile hat sie sich anscheinend so an ihn gewöhnt, dass er da ist und ihr hilft. Jody. Ich hätte dich da niemals reinschicken dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Lass nicht zu, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Jody, unsere große Heldin dieser Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Beyond Two Souls.